So, wieder im Beluga drin geht die Suche weiter. Tiere haben wir endlich alle abgeschlossen. Es gibt natürlich ein einziges noch. Das sehen wir aber später. Das können wir jetzt noch nicht holen. Und der Rest sollte jetzt komplett in der Stadt sein. Also fliegen wir mal in die Stadt. Also der Rest der Perlen, nicht der Tiere. Nö? Unerlaubtes Manöver. Kollisionsrisiko hoch. So, wieder ein Blick auf die Karte. Okay, eins ist hier links. Tatsächlich. Okay, daran kann ich mich auch nicht erinnern, dass hier noch so ein extra Pfad war. Nom. Nom. Loyale Indianer. Hallo, klopf, klopf. Oh, in der Kiste. Tricky, tricky. Perfekt. Ab in die Fußgängerzone mit uns. Und dann wieder ein Blick auf die Karte. Es müssten noch zwei Häufchen sein, plus die von Francis. Das ist die von Francis. Und dann dort rein und dort rein. Gut, schauen wir mal. Alpha heißt Mörder! So, eins war dann hier lang und hier hoch. So, das müsste da drin sein. Da war ich dann noch nicht, okay? Pieps. Der Schuppen. Wie Code eingeben? Ich weiß kein Code. Hallo? Sehr gut, Moment. Wie komme ich denn an den Code jetzt? Hier steht ja sicher nichts, oder? Okay, probieren wir mal die Codes einzugeben, die wir schon kennen. Irgendwann müssen wir das ja auch gebrauchen. Nö. Nö. Auch nicht. So, S9, S4, unsere letzte Chance. Das ist der Code von. Das ist der Code von dem anderen Vieh, ne? Ah. Gut, dann habe ich noch keine Ahnung, wie wir an diesen Code kommen. Das ist blöd jetzt. Moment, habe ich vielleicht eine Nachricht, wo das draufsteht? Francis, Code, Ming Zu. Code, Code. Nein. Also diese vier Codes, die ich da dabei habe, die sind nicht dafür gedacht. Moment. Konnte ich das übersehen? Transit, ja, das ist diese Challenge, die mir noch gefehlt hat. Sowas nennen die also einen geschützten Bezirk und lassen alles verkommen. So, eine SAD, SOD. Dann hier durch. Mal verschieben.
So, und dann haben wir unseren letzten Challenge-Raum. Der dürfte nicht mehr so schwer werden wie der letzte. Dort geht irgendetwas vor. Ich sehe mir das mal an. Bleiben Sie da. Wo? Hoch. So, bisher ganz easy. Und jetzt geht der Mist los. Oh, Perle! Schon gesehen. Habe ich das eigentlich schon erwähnt? Dieses Spiel erinnert mich jetzt im Nachhinein optisch sehr an Ratchet & Clank und Spy and Cooper? Ich glaube schon. Und... Nee, Sly hieß der. Und diese... Oh Gott! Nein! Ah. Das ist das der Rückweg? Ich geh mal hier runter. Na toll. Jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. So, hier hoch. So, bevor ich die Stelle aber nochmal mache. Da. Kabab. Nein. Okay, so geht's auch. Ich kann da durch. So, jetzt hier rechts runter. Darüber. Darunter durch. Hier aufpassen. So, die blöden Kisten. Weil ich glaube, da kann man nicht draufklettern und selbst wenn man es kann, dann wird das wahrscheinlich zu viel Zeit kosten. Das vergessen wir erstmal. Warten wir mal auf die Kiste, bis die durch ist. Und los geht's. Oh, Entschuldigung. Perfekt. Was Seltsames vor sich mit komischen Behältern und einer Perle. Aber die Perle haben wir gerettet. Erfolgreich. Ah, wie komme ich an den Schutzcode drüben? Das nervt mich. So, aber wir machen jetzt erstmal das Schlimmste von allem. Alpha heißt Mörder! Wir kümmern uns jetzt mal um die Perle von guten Francis. Ich rede mal kurz mit der Wache. Weiß die vielleicht was? Nö. Was haben wir da denn drin? Oh, hier ist... Hier habe ich auch keinen Code. Dann vermute ich mal, dass der Code, der hier klappt... auch draußen klappt. Ich probiere hier nochmal die vier durch, die wir haben. Oder zumindest den vom Rufus. Ich glaube, Rufus ist der. Na, geht auch nicht. Moment, da fällt mir gerade ein. Der Betrunkene, hat der nicht einen Code gehabt? Ich habe hier doch beim letzten Mal geschaut. Oh! Da liegt ein Code. Da steht nichts drauf.
Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Vielleicht aber doch. Hier, nimm bitte dieses... Sirius. Ach Gott, so easy. Ich hätte nur mit ihm reden müssen. Entschuldigung, ich lese gar nichts vor. Oh Gott. So, kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Vielleicht aber doch. Hier, nimm mir dieses, bitte dieses Ticket ab, okay? Was ist das? Der Code für ein... Nein, ich muss da anders springen. Der Code für einen der Safes der Alpha-Abteilung. Dort bewahren sie auch, was sie den Lilianern gestohlen haben. Weißt du, wo dieser Safe ist? In einem Schuppen am Brunnenplatz. Rechte Hand. Ich wollte doch nur meine Familie ernähren. Ich hätte es nicht stehlen sollen. Nur bevor ich es benutzen konnte, war ich ganz allein. Sie haben meine ganze Familie weggebracht. Du bist nicht allein. Du musst tapfer sein. G4Z9. Alter, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, ich hätte keine Ahnung mehr gehabt, wo ich überall suchen muss. Den probieren wir hier auch gleich mal. G Z 4 9. Okay, hier geht er nicht. Dann brauche ich noch irgendwas, um dort an den Code zu kommen. Aber bevor ich mich mit Francis anlege, hole ich jetzt diesen Blüten. Diese blöde Perle. Fußgänger, was soll denn? So, ganz flotti Karotti hier einmal rüber. Habe ich den Coach gerade überhaupt richtig gemacht? War das GZ49? Oder war das G49Z? Ich probiere nochmal. GZ49. Okay. Meine Hoffnung ist gestiegen, dass der Code doch drüben funktioniert. G4Z9. Super, die Perle haben wir schon mal. Hier kann man übrigens nochmal diese kleinen Käfer... Entschuldigung. Diese ganzen Käfer fotografieren, falls man sie drüben verpasst hat. Im Schlachthaus. Nee, Quatsch, in der Nutri-Pillenfabrik. Wie gesagt, man kann alles nachträglich nachholen. Selbst die Bosse. Der Reaper zum Beispiel, der liegt jetzt unten im Graben jederzeit zum Fotografieren. Diese Seeschlange, die vom Himmel kommt, da gibt es irgendwo eine Höhle, wo man noch die Leiche sehen kann. Und dieser erste Boss, der schwebt dort auch rum, dem geht's auch noch gut. So, komm, bitte. Na! Nein. Ich weiß nicht, wie ich an diesen Code komme. Okay, aber... Legen wir uns mal. Mit Francis. Ich hoffe, ich habe genug Geld für sowas. Warte. Ich speichere vorsichtshalber. Falls mir das Geld ausgeht, können wir reinladen. Weil es kostet 1000 pro Versuch. Hallo? So. Hey Francis, AJ, ein kleines Spielchen. Ich bin bereit für ein kleines Spiel.